Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns Loco Shortline Operations an. Das ist ein Spiel, das sehr ähnlich wie Railroads Online ist, so von der Spielweise und vom Aufbau her. Und ist von einem Entwickler, der das momentan macht. Ich glaube, er hat noch andere, die ihm helfen. Und ja, Early Access kann Multiplayer. Es kann sogar dedizierten Multiplayer, dass man sich da wirklich einen Server bastelt, der die ganze Zeit läuft. Das ist schon ziemlich geil. Multiplayer läuft, dass man sich halt über Steam sich befreundet und dann die Leute einlädt. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich habe ein Safe Game vorbereitet. Da habe ich auch ein bisschen mit dem Geld schon mal gecheatet, damit wir hier mal ein bisschen unseren Spaß haben. Ja, es gibt insgesamt drei Karten. Entschuldigung, eine ist komplett flach. Dann, das ist eine 14x14 Kilometer Karte. Und die andere, glaube ich, hat 10x10 Kilometer. Glaube ich. Man schaut hier. Ohne allem, es ist nur diese Plattform da, das Gleis mit zwei Spurweiten, das ist schon das erste Highlight. Und hier kann man Diesel und Wasser auffüllen. Und ansonsten ist es soweit hier mal die Grafik. Es ist halt wirklich, wirklich Early Access. Es ist jetzt nicht so schön und super realistisch wie Railroads Online oder Konsorten. Aber dafür gibt es hier ein paar Sachen, die es in den anderen Spielen nicht gibt. Okay, hier das erste. Wir haben hier zwei Spurweiten, Normalspur und wir haben Schmalspur. Wir können die sogar verbinden, so wie ich es jetzt hier gemacht habe. Und das funktioniert nahtlos. Wir haben ziemlich verrücktes Rollmaterial. Hier zum Beispiel deine Alko. Und wir gehen jetzt mal hier mal ganz kurz durch. Da hast du hier immer die Infos, was man denn so für Loks hat. Damit startet man hier mit der kleinen Dampflok hier. Diesel, auch den haben wir mit dabei. Und dann wird es halt immer größer. Es ist halt querbeet alles. Wir haben sogar die U-Bahn, wer möchte. Amerikanische Dampflok, deutsche Dampflok, die BR24 und so weiter. Also, hier kann man sich austoben. Sogar eine Class 66. Bei manchen gibt es dann auch noch andere Farben. Also, da haben wir was zum Spiel. Dann gehen wir mal eins weiter. Das sind die unterschiedlichen Güterwagen, die es hier so gibt. Werden wir uns dann später auch noch gleich mal anschauen. Ich klicke jetzt einfach mal durch, damit ihr das mal gesehen habt, was es hier gibt. Es gibt sogar Personenwagen. Auch in unterschiedlicher Variante. Streamliner Coach. Und weiter geht's. Ich glaube, die Musik werde ich dann noch mal ein bisschen leiser machen. Sondern waren wir hier beim Anfang. So, dann geht's aber noch eins weiter. Support Vehicle. Also das ist zum Beispiel hier mehr Diesel, was haben wir hier? Tender Flatbed. Da sind auch die Tender mit dabei, in unterschiedlichen Varianten. Rocket Tender. Da. Tankwagen für Diesel. Wenn man halt möchte, ne? Und es hat sogar einen Bremswagen. Das ist irgendwie schon cool. Okay, es geht aber noch eins weiter. So, jetzt haben wir nämlich Narrow Gauge, also das sind jetzt die Schmalspursachen. Haben hier eine Dampflok, dann eine Batterielokomotive, auch noch eine Batterielokomotive, entsprechend Wagen, dann Diesel, so eine, ja, ich weiß gar nicht, was für eine Dampflok das ist, aber hätten wir noch und dann noch unterschiedliche Wagen, passen natürlich für die Spurweite. Ich habe davon auch schon was platziert, wenn wir uns gleich anschauen. Jetzt geht es aber noch eins weiter. Es gibt nämlich auch Autos, mit denen man hier rumfahren kann. Und Autos, die auch auf Schienen fahren können. Und dann haben wir hier zum Beispiel auch diesen Kran. Denn man kann hier natürlich auch entgleisen. Und wenn man hier entgleist, dann ist es nicht so, dass man hier den Zug markiert und dann sagt, ja, bring ihn mal wieder hin. Also man kann schon. Beziehungsweise man kann ihn genau auf diesem Platz hier wieder spawnen lassen. Aber wenn man es dann nicht richtig machen will, dann nutzt man halt den Kran. Beziehungsweise es gibt dann auch noch so Support-Sachen. Ich zeige euch dann später, wie man deinen Wagen wieder aufrichtet, etc. Ja, Tankwagen, also Wasser und Diesel. Auch mit denen könnte man hier Güter von A nach B bringen, wenn man möchte. Es muss jetzt nicht zwingend ernst gemeint sein. Es muss nicht zwingend der Zug sein, so. Ja, also das ist alles Mögliche dabei und ich glaube, das war's jetzt. Ja, sind wir wieder bei den Lokomotiven. Gut. Bezüglich Schmalspur. Da hinten ist übrigens auch ein Wasserturm. Habe ich hier mal eine Weiche platziert. Das, wenn es in der Farbe ist, dann ist es quasi Schmalspur.
Die kann man anklicken und dann geht es so hin und her. Und da steht zum Beispiel eine dieser Dampfloks. Vom Design her, ja, kann man drüber streiten, ob es schön ist oder nicht. Aber schön, dass es überhaupt da ist. Und da hinten habe ich mal so eine Batterielok hier hin platziert. Und da kannst du dann ganz normal umfahren. Jo, da hinten habe ich auch noch ein bisschen was platziert. Gehen wir mal kurz nach da hinten. Wenn man wiederholt springen drückt, dann kann man hier so in die Luft reingehen. Und man kann natürlich Props platzieren, so wie das hier. Also alles das, was ihr da schienentechnisch seht, das habe ich jetzt erstmal gebaut zu Demonstrationszwecken. Da haben wir zum Beispiel jetzt noch so einen Güterzug. Amerikanisch. Und einen beladenen Güterzug mit der Dampflok. Ja, die Saufahren 473. Und das sind die Güter. Und die werden halt effektiv so frei platziert. Und wie das funktioniert, das werde ich euch gleich mal hier zeigen. Und zwar, wir haben hier die erste Standardindustrie mit den Standard Goods. Und dann hat sie hier diesen Marker. Da müssen wir quasi mit dem Güterwagen hier drunter reinfahren. Oder mit einem LKW oder was auch immer. Irgendwas, was halt Güter halt mitnehmen kann. Und dann steht man dann hier. Und dann kann man hier die Sachen hier spawnen lassen. Und die fallen dann halt hier so runter. Und dann sieht es so aus wie da hinten. Gibt es natürlich unterschiedliche Arten von Gütern, aber hier sind es jetzt diese Boxen. Okay, wir werden jetzt da hinten mal diese Elko nehmen, werden die mal aus dem Weg fahren und werden uns da mal ein paar Güterwagen schnappen und fahren mal eine kleine Runde. So, da werden wir hier. Also, wir gehen jetzt mal in die Lok rein. Es ist nicht so super extrem ausdetailliert. Es ist aber auch nicht so schlimm. Sounds sind natürlich auch nicht realistisch. Das ist halt vieles hier noch ein bisschen Platzhalter. Das sei dem Spiel mal verziehen. Für das kannst du schon halt recht viel. Das, was ich jetzt hier mache, ist halt tanken. Das kann ich halt hier in dieser Station machen. Ich denke, das reicht schon. Und Motorstart. So, und jetzt kann man entweder die Lok von hier drinnen fahren. Man kann aber natürlich auch einfach mit dem Mausrad hier so rausgehen. Man bewegt sich dann noch frei. Und wenn man jetzt von hier aus die Lok steuern will, dann drückt man die Alt-Taste. Und dann gibt's. Ah, Entschuldigung, dann drückt man einfach nur die U-Taste für Loco UI. Und dann mit der Alt-Taste gedrückt, kann ich mir hier die Menüs einblenden. So, dann machen wir die Lichter an. Und dann fahren wir die mal weg. So, dann bremsen wir hier schon mal. Und wir gehen aus der Lok raus, weil wir brauchen jetzt hier mal einen Güterwagen. So, Wagons. Irgendwas Großes. Was nehmen wir denn? Long Load Trailer. Sollte man das nehmen? Heavy Flatbed. With Race for Transporting. Look, oh ja, das ist ja auch noch etwas. Also ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn ihr witzig seid, könnt ihr natürlich auch mit dem Kran eine Lokomotive hier rauf tun und dann das Teil kutschieren fahren. Nur so als Möglichkeit. So, wir gehen jetzt aber einfach nur den Long Trailer. Sehr gut. Und nachdem wir jetzt die Lok da noch gelinkt haben, können wir die jetzt einfach mal nach hinten fahren lassen. Beziehungsweise sie rollt eh von alleine. Und dann werden wir das hier gleich festmachen. Ne? Und wir sind dran. So, bremsen bitte. Und dann hätte ich gerne, dass du wieder nach vorne fährst. Ist natürlich absolut realistisch, so wie wir das hier machen. Aber geht ja nur um den Spaß jetzt erstmal. So. Wir fahren hier wieder retour. Sehr nice. Okay, dann würde ich sagen, einmal beladen, damit ihr das auch mal seht. Mal in die Lok hier rein. So, Brakes
lösen. Richtungswender war... Na, das war der Regulator. Wo ist er denn? Ach, da. Okay. Da, Vollgas. Und vielleicht nicht so schnell. Ich möchte hier nicht entgleisen. So, da könnte man sich natürlich einen Lokschuppen hier basteln. Gebäude wäre schon mal da. So, hier fahren wir jetzt mal ein bisschen langsam. Südre. Einmal runter hier. So, das passt von der Geschwindigkeit. Wir steigen jetzt mal aus. Und werden dann jetzt hier mal spawnen lassen. Sobald die Wagen hier drunter sind. So, soll gleich jeden Moment so sein. Ja, da seht ihr, wie das runterfliegt. Machen wir das immer zweimal hier. Ist eigentlich schon witzig. Oder da. Einmal hier noch drauf. Das kann man natürlich übertreiben, wenn man denn möchte. Sehr gut. Geht auch dezent ein bisschen schneller. Früher, als für den Railroads Online. Aber da hätten wir jetzt mal so unsere Sachen hier drauf. Gut. Ich schau mal kurz da vorne, ob die Weichen passen. Tönt sie nicht. So. Einmal so. Und klar, das mit den Weichen, das wäre natürlich echt nicht so. Das ist zweckmäßig, ne? Aber es funktioniert. Über das kann man hinwegschauen. Hier passt es auch. Ja, dann fahre ich mal mit euch zu der ersten Industrie, die ich da gebastelt habe. Wir könnten eigentlich die Lok schon mal vorfahren lassen. Lichteffekte sind auch noch geil. So, rein hier. So, und raus. Das ist das erste Mal, dass ich da hier mal mit ein bisschen was Schnellem fahre. Bevor wir mit der Dampflok fahren. Auf der Strecke. Und von keiner Lokomotive ist der Sound auch noch annähernd wie in echt. Es, ja, Platzhalter und es ist halt ein Student, der das halt primär macht. Es gibt einen Discord-Server, auf den man dann mit draufgehen kann. Da kann man mit ihm quatschen, Bug-Reports machen, man kann da Savegames austauschen. Es ist doch keine große Community hinter dem Spiel. Also Discord-Server ist auch verhältnismäßig klein. Da ist mein Discord-Server größer, nur so als Beispiel. Aber es hat Potenzial und ich hoffe, er bleibt da dran. Und jetzt sitzt da in der Ferne diese Marker, ne? Das sind Industriemarker. Das sieht man aber auch auf der Karte. Jetzt zeige ich euch gleich. Gehen wir mal hier runter. Vom Gas. Aber es war's. Wir fahren das jetzt schon fertig, dann zeige ich es euch, weil ich will jetzt hier nicht entgleisen. Ach ja, und der Multiplayer. Der funktioniert richtig gut. Es gibt sogar einen kleinen Easter Egg in der Beschreibung, dass sie auf dem Multiplayer sehr viel Wert legen. Und da gibt es keinen Rumgespringen oder sonstiges. Es läuft einwandfrei. Also da kann man gut Spaß haben mit anderen. Ohne dass man hier Grafikglitches hat oder Wagen herumspringen. So, eine Brücke, die ich hier mal gebastelt habe. Jetzt nicht die schönste. Aber funktional. So, wie komme ich jetzt wieder auf meinen Zug? Weißt du was? Bleib mal stehen.
Sie geht jetzt da eh gerade den Berg hoch. Oh, ich schaff das. Ah, den letzten Abschnitt, den habe ich nicht sehr schön gebaut. Komm, 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 komm. Komm her, Lok. Yes, bin drin. Okay, Gas geben. Da fliegen sogar die Funken. Und die erste Industrie schon in Sichtweite. Und am Anfang fährt man natürlich dann zigtausend Mal zu der ersten Industrie, damit man Geld hat. Und dann kann man sich langsam neue Lokomotiven kaufen. Oh, da habe ich ein ganzes. Ja, da hätte ich vielleicht jetzt nicht so schnell reinfahren sollen. Die Ladung ist auch so gut gesichert hier. Cool. Das ist auch das erste Mal, dass das passiert ist. Ja, da kannst du jetzt natürlich mit dem Kran hinfahren oder mit dem Auto und das wieder aufladen. Ja, du selbst kannst es ja hier so nicht per Hand nehmen. So, aber wir tun jetzt hier mal bremsen. Und das Abladen geht im gleichen Prinzip. Muss einfach hier drin sein. Und dann sagen wir halt hier Cell. So, du kannst ein bisschen weiterfahren hier. Und da sieht man auch, was dann hier gekauft wird, für welchen Preis dann. Kann ich das jetzt schon machen? Nee. Mal warten, bis der Wagen hier drin ist. Okay, dann hätten wir das. So. Schauen wir uns mal die Karte an. Das Schöne an der Karte ist, man sieht dann hier sein Streckennetz, was man gebaut hat. Sieht natürlich, wer die ganzen anderen Spieler sind. Hier bei Standard Goods Supplies, da startet man. Und das ist die ganze Karte. Also ihr seht schon, da kann man noch ein bisschen rumfahren. Es hat einige Industrien da. Und gerade hier so diese Bereiche ist dann schon eine kleine Challenge. In jeder Ecke ist irgendwas. Es hat sogar hier noch das Military Supplies. Sieht ein bisschen schräg aus hier. Aber ja, also viel Spaß da beim Strecke aufbauen. Okay. Södele. Dann, was wir jetzt hier noch machen könnten. Wir haben da links oben so ein Menü, F1, F2. Da kann man einfach zu der nächsten Lokomotive weitergehen. Geht halt unendlich so weiter. Oder man kann natürlich auch sagen F3 zu den nächsten Wagen. Kann man einfach so quasi durchspawnen lassen. Und mit F7... ist man automatisch hier beim Shop wieder. Das ist sehr praktisch. F8. Muss ich mal kurz die Tastatur herholen. Kann man Sachen resetten. Zum Beispiel die Lokomotiven. Mal zum Beispiel die. Was ist denn das jetzt? Ah. Okay, das war jetzt nicht ganz klar, dass die resettet wird, sobald ich sie anklicke. Jedenfalls spawnen die dann hier gerade rein. Ich kann immer sagen, verkaufen. Ist jetzt ja egal. Also man hat dann hier diese Liste. Wählt sich das aus, was man halt haben will. Das gleiche auch hier mit den Trailers oder Trucks. Also zum Beispiel den hier. Und man kann auch sagen hier, reset closest wagon oder closest vehicle. Dann macht er das genau das gleiche. So, und einmal verkaufen. So, dann. Man kann natürlich mit F10 die Sachen hier ausblenden. Wir können mit V das Gleis ändern, mit dem wir hier bauen wollen. Und das Standard-Baumenü für die Gleise ist die Taste B. Und man sollte in die Richtung schauen, in der man das Gleis hier bauen will. Ihr seht hier, man kann hier komplett frei bauen. Also wenn ich jetzt das Gleis hier so hinbauen will, dann geht es. Und wenn ich dann einmal klicke, dann habe ich wie so ein Zwischending. Und das kann ich viermal machen. Nach dem vierten Mal tue das dann platzieren. Wie ihr seht, wunderschön hier. Oder ich tue es frei platzieren und drücke Enter. Und dann platziert es genau bis dahin, wo ich das haben wollte. Wenn ich das wieder weghaben möchte, dann drücke ich da hier einfach entfernen. So, muss es einfach nur anschauen.
und weg ist es. Mit V kann ich das Gleis ändern. Steht dann oben, da zum Beispiel 1430 mm ohne Sleepers. Wenn wir das mal hier so reinbauen, ist einfach nur das Gleis hier. Machen wir nochmal V, 900 mm mit den Sleepers. Ne? Jetzt bauen genau gleich. Und dann haben wir 900 eben auch ohne. Und dann geht es wieder so weiter. Also Normal- und Schmalspur einmal mit den Schwellen und einmal ohne. So viel zum Gleisbau. Dann haben wir hier noch das Menü G. Mit G... Ach nee, mit Gleisbau habe ich dann sowas vergessen. Das würde ich euch nur zeigen. Man hat hier links noch ein paar interessante Sachen, die den Bau unglaublich erleichtern. Und das auch bei Rainbow Six Online ziemlich geil wäre. Das erste ist L. Auto-Level. Das Gleis wird automatisch auf dem Boden von der Höhe her ausgeglichen. Sprich, wenn es nach oben geht, dann geht das Gleis genau gleich mit nach oben. P. Auto Corner. Das gibt es in Rainbow Six Online. Da kann ich jetzt natürlich hergehen und sagen, ich hätte hier gern eine Kurve in einem bestimmten Winkel oder Ausrichtung. Das ist natürlich super. Und dann gibt es natürlich noch das Super Elevate. Muss mal schauen, wie man das macht. Was war die Kombi für Super Elevate? Smoothcraft, Tilt-Up, Super Elevate, Engel, A5 und 6. So. Das ist hier seitlich. Damit sich die Züge, also das Gleis in die Kurve reinlegt. Einfach mal, um es mal hier zu platzieren. Ja, man sieht es jetzt ein bisschen schlecht hier. Aber man kann das quasi nach links und rechts tilten. Das ist noch... Also da hat man schon seinen Spaß hier. Okay. Zu dem Menü hier nochmal. Also hier jetzt dann die unterschiedlichen Objekte, die man hier machen kann. Die kann man hier mit Q und E rotieren, tilten, nach oben, nach unten, seitwärts. Man kann sie auch an Objekten so ransnappen, beziehungsweise, muss ich mal schauen, ich glaube mit mittlerer Maustasten. Das, warte mal, das muss ich euch mal kurz zeigen. Wenn man hier zum Beispiel, wenn man hier ein Objekt hat, was ist hier, wir gehen jetzt mal, Y, ah ja, das sind die unterschiedlichen Objekte hier, zum Beispiel diese Brücke da, ne, wenn ich jetzt die genau gleich ausgerichtet haben will wie das Gleis, dann schaue ich das Gleis an, drücke die mittlere Maustaste und er macht es nicht. Eigentlich. Achso, warte mal, doch, er macht's schon. Aber frage mich gerade, warum er das hier so seitlich macht. Du warst jetzt mal ganz kurz hier weg. Lab Bridge. So, entfernen. Wir gehen. Mach mal. Mit der müsste aber eigentlich gehen. Ah doch, er macht's. Also, wenn jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt auch so ein Brückenelement, wenn das jetzt auf die genau gleiche Ausrichtung sein soll wie das Gleis, dann schaue ich das Gleis an, mittlere Maustaste, und dann ist das Objekt exakt so ausgerichtet wie das Gleis hier. Das geht auch mit anderen Objekten. Und dann kann man das hier platzieren. Also, das ist schon ziemlich nice. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Das da, glaube ich, ist die Drehscheibe. Kann man dann hier so drehen. Und ich glaube, jetzt wird er jetzt sich ins Unendliche reindrehen, weil er hier kein Gleis findet. Wir tun das jetzt mal hier weg. Natürlich mal entfernen. Na, oder muss ich es hier machen? Komm mal wieder her. Vielleicht darfst du es jetzt auch nicht drehen hier. Mehr. Mit der habe ich halt noch gar nicht gespielt, mit der Drehscheibe. So, jetzt kann ich es entfernen. Sehr gut. Weg damit. Das war die Drehscheibe. Das da ist, glaube ich, eine andere Variante von der Drehscheibe. Achso, das sind einfach unterschiedliche Längen der Drehscheibe. Das ist die Brücke, über die wir da hinten drüber gefahren sind. In unterschiedlichen Längen hier.
Dann haben wir hier auch noch so Übergangsdinge. Mal schauen, wenn ich das jetzt ausrichte. Na gut, da gibt es jetzt nicht sehr viel zum Ausrichten. So, mal platzieren. Frag mich, ob das anfängt zu blinken, wenn man vorbeifährt. Dann Mauerdinger. Wir können hier Gebäude platzieren. Unterschiedliche Art. Diese Geschwindigkeitsschilder. Nur so kleinen Bahnsteigshäuschen. Für was man auch immer das hier braucht, wird schon seinen Nutzen haben. Und halt diese Brücke hier wieder. F to write und sign. Das ist irgendwie auch witzig. Nochmal F. Hallo. Ein Squad. Ach, Gimmicks. So, mit H. Lass mal kurz gucken. Mit H haben wir hier diesen Bodensupport hier. Das braucht man dann für Steigungen. Auch für den gibt es unterschiedliche Styles hier. So quasi diese Schotter-Sachen. Und mit N haben wir hier zum Beispiel hier diese Buffer da jetzt. Da habe ich sie ausgerichtet. Wenn wir jetzt mal durchschalten, gibt es hier in unterschiedlichen Varianten. Gibt auch noch das hier, was auch immer das gut ist. Und da sind auch Weichen drin. Und Weichen gibt es auch in unterschiedlicher Fassung. Zum Beispiel hier die Standardweiche, links, rechts. Dann einmal so ein bisschen Weather-Style. Und andere Winkel. Auch für Schmarschwo natürlich. Dann, ich glaube, das ist so ein Wartungsding, wo man dann unten reingehen kann. Hier hat es auch noch mal eine Drehscheibe hier drin. Natürlich das Kreuz. Und wir haben langgezogene Weichen, damit man ja ein bisschen Speed hier drüber fahren kann. Und dann geht es hier wieder von vorne los. Also ihr seht, man kann hier ziemlich kreativ werden. Malus ist halt für mich, die Sounds sind natürlich alle ein bisschen meh von den Fahrzeugen. Grafisch ist natürlich auch nicht der Burner, aber dafür kann man halt wirklich sehr viel hier anstellen und wie gesagt, der Multiplayer funktioniert halt richtig gut. Man kann sich hier eine schöne Strecke aufbauen und ein paar Sachen, was ich jetzt hier drin gesehen habe, hätte ich mir auch bei anderen Spielen gewünscht. Und ja, ich glaube, ich werde hier nach dem Angezockt vielleicht ein kleines Let's Play draus machen mit Multiplayer. Was meint ihr? Werdet ihr da mit dabei? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare rein. Und das Letzte, was wir jetzt hier noch tun, ist, dass wir uns eine Dampflok hier holen. Schauen wir mal. Wagons Support. Beziehungsweise wir haben da hinten eigentlich eine Dampflok. Schmalspur. Wir könnten das eigentlich mal probieren, ob wir da Weiche auffahren können, weil die ist jetzt hier falsch. Jetzt gehen wir hier mal in den Dampflok rein. So, Wasser ist drin. So, Kohle hier rein. Also die Animation ist, ja, funktional. So. Oh, wir haben gut Druck hier drin. Das ist doch geil. Loco UI. Bremsen lösen. Und dann fahren wir mal nach hinten. Jetzt bin ich gespannt, was hier gleich passiert. Na? Okay, das mit dem Erfahren geht also noch nicht. Aber ich hab's geschafft, dass sie irgendwie wieder hier drin ist. Okay. Wir könnten das mit dem Kran noch mal ausprobieren. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Wir gehen mal Support, Narrow Gauge, Cars and Trucks. Oh, mal den hier. So. Ah, ich wollte da oben rein. Hallo? Okay. Nee, warte mal, das war ja hier anders. Da musste ich ja irgendwie mit F, glaube ich, rein. Ach nee, linke Maustaste, einmal anklicken. Okay. Wo ist die Parkbremse? Space.
Wie machen wir das jetzt am doofsten? So. O und L. Parking Brake. Die Dinger kommen raus. Drücken unser nach oben. Okay, Cable out, in, boom, up and down. 1 und 2. Geh mal da nach oben. Macht 5 und 6. Achso, das ist so. Out, in, nach vorne. Aber kann ich den jetzt nicht auch drehen oder ist der da statisch? Lex Feed. Ah, cool, eh. Okay, Cable. Runter 5 und 6. Ich hoffe, ich bin da. Habe ich sie jetzt? Ne, ich bin dahinter, ne? Das heißt, Boom in. 3 und 4. Ah ja, okay. Ja, aber 6 nach oben. Hä? So geht's jetzt nicht. Und ist jetzt. Achso, weil ich vermutlich in der Lok drin war. Okay. Cable out. So, wenn ich jetzt sage X, Hook. Okay, ich glaube, ich bin dran. Ach, du Heilige. Er zieht sie wirklich hoch. Okay, boom up. Komm, hoch mit dir. Okay, das wird eine spaßige Operation, wenn hier mal was entgleist. Okay. Dann kann ich hier aussteigen, F. Okay, damit hätten wir eine schwebende Dampflok. Das ist schon irgendwie geil. Es wäre natürlich jetzt spaßig herauszufinden, ob man mit einem zweiten Kran jetzt hier ran könnte und damit zwei Kränen halt. Das, oh, das glaube ich geht bestimmt. Ich glaube, das werden wir in einem Let's Play mal zum Ausprobieren. Okay. Was ist eigentlich hier? Ich glaube, ein Gestänge hat sich da selbstständig gemacht. Ja, also. Ich hab Spaß. Wenn es euch auch gefallen hat, schaut doch mal vorbei bei Steam. Den Link werde ich in der Videobeschreibung reintun. Kostet auch nicht sehr viel. Und wenn ihr meint, wir sollten hier vielleicht ein kleines Multiplayer-Let's Play machen, neben Railroads Online, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Bis dahin, viel Spaß und macht's keinen Blödsinn. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.